Bärbel Bohley gehörte zu den prominentesten Bürgerrechtlern der DDR. Als politisch aktive Frau hat sie sich seit den 1980er Jahren für Menschenrechte und Menschlichkeit in der DDR eingesetzt und war eine der prominentesten Gründerinnen der Bürgerrechtsbewegung Neues Forum. Bärbel Bohley war Künstlerin. Ihr Studium absolvierte sie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Sie lebte im Prenzlauer Berg in den 1980er Jahren legendärer Künstlerszenebezirk in Ost-Berlin. Die in künstlerischer Hinsicht produktiven Jahre lagen zwischen ihrer ersten Ausstellungsbeteiligung 1978 in der Galerie Junge Kunst Frankfurt-Oder und der letzten Ausstellung 1990 in der Galerie am Schlossberg Gadebusch. Künstlerisch tätig war sie bis November 1989. Ab diesem Zeitpunkt widmete sie sich ausschließlich ihrem politischen und gesellschaftlichen Engagement. In den thematischen Ausstellungen zu Kunst in der DDR der zurückliegenden Jahre fehlt der Name Bärbel Bohley entweder ganz oder wird lediglich am Rande erwähnt. Die Gründe dafür mögen vielgestaltig sein. Im Vordergrund der Wahrnehmung steht die politisch und gesellschaftlich engagierte Bärbel Bohley. Dafür hatte sie die Malerei bewusst aufgegeben. Kunst und Leben lassen sich bei Bärbel Bohley jedoch nicht voneinander trennen. Betrachtet man aus der heutigen Perspektive ihren Lebensweg und betrachtet die Kunst, die sie in der begrenzten Zeitspanne ihrer aktiven künstlerischen Tätigkeit geschaffen hat, so wird deutlich, dass im Zentrum von Bärbel Bohleys gesamter Lebenspraxis das Interesse am Menschen als einem freiheitlich denkenden und handelnden Wesen steht. Ihr künstlerisches Werk umfasst zu einem großen Teil Abbildungen des menschlichen Körpers. Aktdarstellungen, Figuren im Raum, Porträts sind immer wiederkehrende Motive in ihrer Arbeit. An diesen werden Zustände menschlichen Daseins in immer neuen Variationen ausgelotet. Hier sieht sie ein Gestaltungspotenzial, das sie dann mehr und mehr in andere Bereiche des Lebens übertragen und erweitert hat. Sie sagte selbst, dass sie sich nach 1989 in gewisser Weise schon als Aktionskünstler gefühlt hätte. Es sei ihr immer um Kreativität gegangen und ihre hatte nun ein anderes Betätigungsfeld gefunden. Bärbel Bohley ist 2010 gestorben. Sie wäre im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden. Dies ist der Anlass für diese erste umfassende Werkschau, die Bärbel Bohley als Person, als Künstlerin und kreative Persönlichkeit der Zeitgeschichte würdigen möchte. Möglich wurde dies durch die großzügige Unterstützung durch Anselm Bohley, den Sohn Bärbel Bohleys, der den künstlerischen Nachlass verwaltet. Dieser Nachlass ist bis heute nicht aufgearbeitet. Bemühungen um eine Finanzierung eines Werkverzeichnisses sind bislang ohne Erfolg gewesen. Für diese Ausstellung hat Anselm Bohley das künstlerische Archiv zugänglich gemacht, sodass daraus ein umfangreiches Konvolut an Zeichnungen und Grafik für diese Ausstellung ausgewählt und der Nachlass in diesem Teil erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung dieser Ausstellung durch Anselm Bohley. Liebe Ausstellungsbesucherinnen und Ausstellungsbesucher, wir hätten Sie sehr gerne zu einer ordentlichen Vernissage hier eingeladen in die Galerie Pankow. Aus bekannten Gründen geht das nicht und darum hier per Video mein Grußwort zur Ausstellungseröffnung der Künstlerin Bärbel Bohley. Ich bin außerordentlich froh, dass wir hier in der Galerie Pankow Zeichnungen und Grafiken von Bärbel Bohley zum ersten Mal präsentieren können. Die meisten von Ihnen kennen Bärbel Bohley vermutlich eher als Kämpferin für Freiheit und Demokratie in den Endjahren der DDR und den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung. Uns ist es ein Anliegen, die andere Seite von Bärbel Bohley sichtbar zu machen, der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und so auch vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar zu machen, aus welchem Geist heraus Bärbel Bohley auch in ihre politische Tätigkeit gegangen ist. Sie hat ja nach 1989 bewusst sich entschieden, nicht mehr als Künstlerin zu arbeiten, sondern politisch zu arbeiten, also das Feld ihrer Auseinandersetzung zu transformieren, aus der Kunst von der Leinwand in das wirkliche Leben. Hier in unserer Ausstellung in der Galerie Pankow können Sie sich die Künstlerin
Bärbel Bohley näher bringen, mit ihr in Kontakt gehen, mit ihrer Sicht auf die Menschen, mit ihrer künstlerischen Position und künstlerischen Auseinandersetzung. Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude. Willkommen in der Ausstellung der Künstlerin Bärbel Bohley. Sie wundern sich. Sie wussten gar nicht, dass diese kleine Frau, die 1989 so vehement den Aufbruch aus dem verrotteten System des Ostens vorantrieb, Künstlerin war. Oder sie hatten es vergessen. Doch mit all ihren politischen Aktivitäten blieb Bärbel Bohley auch dann Künstlerin, als sie Pinsel, Feder und Stift aus der Hand gelegt hatte. Sie sah sich als Mitwirkende an der sozialen Plastik im Sinne von Joseph Beuys und sagte: Ich bin keine politische Künstlerin, ich bin ein politischer Mensch, der Kunst macht. Nun sind also nach 30 Jahren und 10 Jahren nach ihrem Tod viele ihrer grafischen und zeichnerischen Arbeiten in den Räumen der Galerie Pankow versammelt. Möglich wurde dies durch ihren Sohn Anselm Bohley, der ihren Nachlass hütet und nun vorsichtig öffnet. Danke, Anselm. Ich spreche hier als Künstlerin über die Werke der Künstlerin Bärbel Bohley, die einst für mich bürgte, als ich in den Kreis der Berliner Künstlerinnen und Künstler aufgenommen werden wollte. Bärbel Bohleys Bilder sind Menschenbilder. Porträts gibt es nur wenige. Es sind vor allem Köpfe, die nur lose mit dem Blatt Papier verbunden eine tiefe Gestimmtheit zeigen. Das Bild des Sohnes, mit zarten Kohlestrichen umrissen, schwebt fast im oberen Teil des Blattes. Der knorrige Kopf eines alten Mannes tritt aus feinen Federstrichen hervor, hat aber eine kräftige Portion Sepiatusche hinter die Ohren bekommen. Zwei ganz leicht nach rechts geneigte Frauenköpfe und ein wenig von uns abgewendete Oberkörper sind mit kräftigen Strichbündeln in die Fläche gebannt. Die Gesichter weiß aufgehellt, die Augen aber nur dunkle Flecken. Ihre Aktstudien umschreiben zunächst mit behutsamem Bleistift eine stehende oder sitzende oder liegende Position im Raum. Die Zeichnungen studieren zwar scheinbar nur weibliche Körper, deuten Gesichter an, aber sie berühren durch betonte Konturen und Strichverdichtungen auch innere Verfassungen. Der Ausdruck ist anders und intensiver, wenn bei einigen männlichen Akten Knie an den Körper heran und bis zum gesichtslosen Kopf hochgezogen sind. Die Silhouetten werden durch grobe Lasuren vom Grund abgehoben, sind betont und erscheinen wie Metaphern von Befindlichkeiten. Eine ganz ähnliche Wirkung geht von den zusammengekrümmt liegenden, zum Teil wie hingeworfen erscheinenden Körperbündeln auf dunkleren Papieren aus und von dem rücklings liegenden Akt hinter Gittern, der keinen Halt zu finden scheint. Dies ist noch weiter zugespitzt in den Blättern mit weißen Körperfragmenten auf Transparentpapier, die in den schwarzen Grund gleichsam ertrinken. Bei all diesen Akten, wie auch bei den Bildern von dem Vogelkopf oder den Baumfragmenten, scheint es um Verbindungen zwischen äußerer Gestalt und inneren existenziellen Fragen zu gehen. Mit den Grafiken sucht Bärbel Bohley nach anderen Zugängen zur eng umgrenzten und für sie persönlich zeitweise drakonisch umstellten Lebenswirklichkeit. Auch hier sehen wir dunkle, fast undifferenzierte, oft ganz schwarze menschliche Gestalten. Teilweise sind sie konfrontiert mit oder gar angefallen von Geiern. Ihre Erlebnisse im russischen Sagorsk verwandelt sie förmlich in Sinnbilder für Bedrängnisse
jeglicher Art. In den großen Lithografien löschen schwarze Wolken und Farbschwaden winklige Formen, die mit dünnen Linien angedeuteten figürlichen Reste schließlich fast aus. Andererseits reißt sie mit spitzen Werkzeugen die Oberfläche von Druckplatten auf. In einigen ihrer Kaltnadelradierungen entsteht eine extreme Spannung zwischen den tiefschwarz schraffierten Flächen, die in die eng aneinander gedrängten oder voneinander abgewendeten Gruppen von Leibern eingeschrieben sind, einerseits und andererseits dem umgebenden Nichts. Ja, Bärbel Bohley lässt Engel vom Himmel fallen. Aber sie bringt auch die Kraft auf, die in der Einzelhaftzelle gegangenen Schritte gegen die Verzweiflung auf Karton zu übertragen und wie einen Tanz erscheinen zu lassen. Dann schreibt sie im November 1989 gelassen, mit weißer Farbe auf schwarzes Papier: Manchmal ist Kunst abwesend. Später wird sich zeigen, dass sie damit diesen Teil ihrer künstlerischen Arbeit beendet hat. Hier schließt sich auch der Kreis dieser Ausstellung. Es war höchste Zeit, die Künstlerin Bärbel Bohley wieder ins Bewusstsein zu rücken. Bitte verdrängen Sie die vorgefertigten Bilder von ihrer Person aus Kopf und Herz und lassen Sie sich ein auf eine Begegnung mit ihren Bildern. Vielen Dank.